In einem System, das auf ausufernden Schulden basiert, ein System, in dem stets die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft, verträgt keine hohen Zinsen. Sonst kollabiert dieses System, und das ist die Lektion, die die Fed offenkundig noch lernen muss, denn gestern hat die Fed uns ernsthaft zu versichern versucht, dass die Zinsen lange hoch bleiben werden, das aber in einer Situation nicht nur, in der die Wirtschaft sich schon deutlich abkühlt, sondern in der der Schuldenstand so hoch ist, dass die Kosten, die diese steigenden und hohen Zinsen verursachen, nicht getragen werden können, ohne dass da richtig etwas kaputt geht, und zwar so kaputt geht, dass die Fed dann viel früher, als sie jetzt denkt, wieder die Zinsen senken muss. Und die Fed hat natürlich einen riesigen Fehler gemacht, erst die Inflation ignoriert, dann runtergeredet, transitory etc. Und jetzt reagiert sie über mit einer totalen Vollbremsung. Das ist wie ein Verteidiger im Fußball, der irgendwie seinen Gegenspieler nicht so wirklich ernsthaft attackiert. Der schießt dann das Tor und dann ärgert er sich so drüber und sagt, das muss ich unbedingt das nächste Mal verhindern, dass er mit einer Blutgrätsche da in den Gegenspieler geht und dann mit Rot vom Platz fliegt. Und so wird das bei der Fed wahrscheinlich auch sein. Die wird vom Platz fliegen, denn sie überzieht jetzt die Schritte, und das in einer Situation, wie gesagt, in der die Schulden so ausgeufert sind und die Wirtschaft jetzt so abgeschwächt ist bereits, oder sich die globale Wirtschaft sich so stark abschwächt, dass das zur Katastrophe, zum Crash wird führen müssen. Gehen wir die vier Punkte nochmal durch, die ich gestern im Marktgeflüster hier thematisiert hatte. 75 Basispunkte Zinsanhebung wie erwartet. Margin of Vote. Es gab keinen Dissenter, keiner, der gesagt hat, nein, ich bin nicht für 75 Basispunkte. Dann Dotplots. Das war das eigentlich Hawkische, was wir gestern gesehen haben. Die Fed-Mitglieder erwarten lange hohe Zinsen, nämlich Ende 2023 sollen die Zinsen bei 4,6% liegen. Die Terminal Rate, also der Zinsgipfel, dürfte in diesem Bereich auch liegen. Und interessant vor allem bei Punkt 3, den Economic Projections, war, dass die Fed davon ausgeht, dass die Arbeitslosigkeit ansteigen wird, weil man sich bewusst ist, dass mit dieser straffen Geldpolitik, mit dieser rigiden Geldpolitik, dann auch die Arbeitslosigkeit steigen wird. Und dann die Rede von Paul, der klar gesagt hat, das wird schmerzen, und der gesagt hat, nichts hat sich seit meiner Rede von Jackson Hole verändert, und das ist letztendlich der entscheidende Punkt jetzt, der gleich zu beachten sein wird. Die Wertigkeit hat sich verschoben, Bekämpfung der Inflation ist oberster Höchstwert, dafür nimmt man eine Rezession in Kauf, weil Vermeidung der Rezession nicht der Höchstwert ist, sondern Bekämpfung der Inflation ist der Höchstwert. Und das haben die Märkte lange nicht gerafft. Und das ist jetzt sozusagen dieses teure Missverständnis, was jetzt hier eingetreten ist. Goldman Sachs etwa hat jetzt seine Erwartungen raufgenommen. 75 Basispunkte im November, dann nochmal 50 im Dezember und 25 im Januar, wären also 1,5% jetzt nochmal obendrauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass im November, Anfang November, 2. November, glaube ich, ist es kurz vor den US-Zwischenwahlen, dass da die Zinsen nochmal um 75 Basispunkte steigen, liegt bei 66%. Hier sehen wir nochmal diese Dotplots. Das hat vor allem die Märkte bei dem Statement dann überrascht, oder nach 20 Uhr gestern überrascht, dass eben man relativ einig ist seitens der Fed-Mitglieder, dass wir also deutlich über 4% sind. Manche gehen davon aus, wir sind knapp unter 5, keiner über 5, aber das würde bedeuten, dass eine immens hohe Zinsbelastung das ganze nächste Jahr auf den Märkten und der Wirtschaft lastet. Und hier sehen wir nochmal in den Fed-Front-Futures, ganz unten diese Kurve, das sind die Erwartungen für April 2023, die Anfang September bestanden, also vor knapp 3 Wochen etwa oder vor 3 Wochen. Da ging man davon aus, dass der Höchstzinssatz, den die Fed erreichen wird, bei 3,8% liegt. Jetzt geht man nur 3 Wochen später davon aus, dass dieser Höchstzinssatz bei 4,5% liegen wird, also deutlich drüber. Fast jeden Tag ist diese Kurve hier nach oben verschoben worden. Und interessant auch das, was Jerome Powell gestern als letzte Worte bei der Pressekonferenz gesagt hat. Trust me, our tightening will be enough to bring inflation down to 2%. It will be enough. Das ist so ein bisschen wie der Draghi-Schwur 2012. We will do everything to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Das ist sozusagen die Schweinsohr-Drohung, die hier, ich schicke dir ein Schweinsohr nach Hause als Warnung, damit du Bescheid weißt, wie ernst ich es meine. Das wollte Paul offenkundig sagen. Wie gesagt, man erwartet, dass der Zinssatz zwischen 4,5 und 5% Ende 2023 sein wird. Der Overnight Index Swap Markt, OES,
erwartet hier, dass durchaus die Zinsen bis 4,6% steigen könnten, aber geht dann davon aus, dass die Zinsen schneller wieder fallen, dass also die Fed nicht in der Lage sein wird, die Preise so lange oben zu halten. Hier nochmal dieser Punkt. We have to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. Es gibt keinen schmerzfreien Weg, das zu tun. Also die Fed nimmt Rezession in Kauf zur Bekämpfung der Inflation. Das ist der entscheidende Punkt. Und hier ein Kommentator, der sagt, die Fed is not pussyfooting or fooling or messing around this time. Also man macht jetzt keinen Spaß. Man geht jetzt davon aus, dass man es sich nicht mehr leisten kann, irgendwie unter allen Umständen eben die Rezession zu vermeiden und ist eben bereit, eine höhere Arbeitslosigkeit hier in Kauf zu nehmen. Don't fight the Fed, muss man da immer wieder den Leuten zurufen, die den neuen Bullenmarkt wieder ausgerufen haben. Ja, wir könnten bald mal wieder einen Spike nach oben sehen, weil wir stark überverkauft sind, aber wir dürften eben die Unitiefs nochmal testen oder nach unten sogar durchbrechen. Maybe 4 oder 5% Inflation ist das neue Normal, so sagen manche schon. Man scheint sich daran zu gewöhnen. Gestern sehr, sehr interessant, dass Elizabeth Warren Jerome Powell hart kritisiert hat. Sie spricht von einem extremen Zinsanstieg, den wir gesehen haben. Ich habe Powell gewarnt, das wird Millionen von Amerikanern out of work bringen, also arbeitslos machen. Und ich fürchte, so ist es schon, wir sind schon auf dem Weg dahin. Also Elizabeth Warren will lieber die Arbeitsplätze statt die Inflation bekämpfen. Und die Kritik an den Notenbanken dürfte immer größer werden. Hier Australiens Zentralbank, ich hatte das gestern schon gesagt, jetzt mit massiven Verlusten, man druckt Geld, kauft dafür Bonds. Diese Bonds fallen im Kurs, weil jetzt eben die Inflation gestiegen ist und die Zinsen steigen. Dadurch steigen die Renditen, das bedeutet Anleihekurse fallen. Das heißt, die Notenbanken, nicht nur die australische, sitzen auf massiven Verlusten von Bonds, die sie gekauft haben in Corona-Zeiten durch ihr Quantitative Easing. Die Fed ist also eher, so dürfte sich der Fokus verschieben, das Problem als die Lösung, wie Mohamed El-Erian hier richtig sagt. Und gestern die Reaktion auf das, was Jerome gesagt hat, dann nicht so positiv, obwohl wir dann zwischenzeitlich wieder eine ziemlich satte Rallye gesehen hatten, auch weil Paul gesagt hat, ja, kann sein, dass wir irgendwann mal so ein bisschen innehalten und gucken, wie denn die vorherigen Zinsanhebungen wirken. Aber bisher waren wir fast immer positiv in diesem Jahr. Jetzt sehen wir, dass wir die negativste Reaktion haben seit Dezember 2020 bei den Aktienmärkten. Dow Jones 1,7 im Minus, S&P auch. Nasdaq 1,8 und so weiter. Hier der Pauli hat es gegeben und der hat es genommen. Und das trifft jetzt in den USA auf eine Situation, wo die Bewertung der amerikanischen Aktien zum BIP der USA locker bei 150, teilweise bei über 200 gelegen hat. Jetzt sind wir wieder unter 200. Aber wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, da ist die Bewertung viel, viel moderater gewesen. Okay, jetzt haben wir die Energiekrise, das ist vielleicht ein berechtigter Abschlag inzwischen, aber man sieht, die Bewertungen in den USA, die sind absolut in einer Höhensituation. Klar gibt es da tolle Unternehmen, aber dennoch, es ist zu viel Bewertung eingepreist in den US-Unternehmen und je stärker die Zinsen steigen, umso teurer wird Geld, umso geringer die Entfaltungsmöglichkeiten auch für Unternehmen. Deswegen dürfte eben eine Earnings Recession, eine Gewinnrezession drohen. Und hier sehen wir das nochmal, die Schulden wachsen stets schneller als das BIP. Und das ist das Problem, wenn du jetzt das BIP noch runtergehen hast, und vielleicht haben wir im September dann das dritte Negativquartal hintereinander abgeschlossen und gleichzeitig die Schulden weiter steigen, dann kannst du diese Schulden nicht irgendwie durch Wachstum refinanzieren. Ohnehin wird ja jeder Dollar Schuldenaufnahme immer ineffektiver in Sachen Wachstum. Und hier sehen wir mal die Staatsverschuldung Ende 2021, die Staatsverschuldung, also nur der Staat bei 29,6 Billionen Dollars. Wenn wir das jetzt mal raufrechnen, sagen wir mal 4%, werden also auf um und bei 30 Billionen Dollar. Dann sehen wir, das wird richtig teuer, das kostet gut 1 Billion Dollar etwa nur an Zinszahlungen, kostet das den amerikanischen Staat pro Jahr. Jetzt gucken wir uns mal das BIP an in den USA, pro Jahr etwa so 23 Billionen. Das heißt, man würde so um und bei 5% des gesamten BIPs, das sind ja nicht die Staatseinnahmen der Amerikaner, sondern nur das BIP, also die komplette Wertschöpfung, da würden 5% schon mal direkt in den Schuldendienst gehen, also das, was man an Zinsen bezahlen muss, aber das ist ja nur der Staat. Schauen wir uns mal die oder hier auf der linken Seite sehen wir, dass die EU etwa nur die Hälfte so stark verschuldet ist.
Italien, Frankreich sind hier die Spitzenreiter. Frankreich ja ohnehin das verschuldetste Land mit Haushalten und Unternehmen zusammen und Staatsverschuldung. Aber sei es drum, dennoch die USA außerordentlich hoch verschuldet und auch die Unternehmen in den USA sind mit etwa 80% des BIP verschuldet. Nur China, Frankreich, Japan und Russland sind da noch krasser drauf. Aber hier sehen wir mal die Gesamtverschuldung. Das ist aus dem Jahr 2019. Da waren wir so bei 75 Billionen. Jetzt sind wir bei 92 Billionen. Aber interessant ist hier mal die Verteilung. Hier sehen wir, Privathaushalte ist der zweitgrößte Posten. Das heißt, es sind die Konsumenten, die massiv verschuldet sind, die staatlichen Haushalte auch. Hypothekenkredite spielen eine Rolle, Unternehmen spielen eine Rolle. Und hier sehen wir mal den Schuldendienst, den die Amerikaner leisten mussten. Aber die Zinsen sind ja dann mit Corona auf Null gefallen, aber jetzt steigen sie außerordentlich schnell. Wie gesagt, über 1 Billion nur im Jahr 2023 müsste man bezahlen, wenn die Zinsen wirklich bei 4% liegen. Das ist ein echter Faktor. Und jetzt schauen wir uns mal die vorhin schon erwähnten Konsumenten an. Da liegen jetzt 60% der Kreditkarteninhaber haben ihr Kreditkartenlimit überzogen. Das heißt, die zahlen jetzt Überziehungszinsen. Die liegen in den USA durchschnittlich bei 20%. Das heißt, jemand, der hier seine Kreditkarte hier zu stark belastet, zahlt mal eben 20% Zinsen. Und viele sind da schon ziemlich lange in dieser Situation, dass sie praktisch, um ihren Lebensstandard zu halten, eben den Konsum auf Pumpe nach oben drehen. Das ist eine ungute Mischung. Diese Leute wird es zerreißen. Es wird am Immobilienmarkt einen Crash geben. Diese Leute wird es zerreißen. Und dann wird die Fed nicht sagen, wir machen jetzt mal weiter, sondern die wird umsteuern müssen. Zumal wir sehen, dass jetzt die Inflationstreiber, die wir hier gesehen haben, vor allem in der Kerninflation, und es war ja die Kerninflation, die in den letzten Inflationsdaten so stark nach oben überrascht hatte, vor allem, da ist ja der größte Faktor gewesen, die Owner's Equivalent Rent, also das, was die Leute, die eine Immobilie besitzen oder eine Wohnung, an Miete nehmen würden, wenn sie sie denn vermieten würden. Und da ist das mit Abstand der größte Faktor. Dann kommt Grant of Primary Residence und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns mal die Immobiliendaten von Zillow an, ein Immobilienunternehmen in den USA, die davon ausgehen, dass wir jetzt in etwa dem Bereich Rent, also Miete, bereits den Hochpunkt gesehen haben, dass wir jetzt sogar langsam zurückkommen. Und da die Fed sozusagen diese Daten verzögert, teilweise überhaupt wahrnimmt oder einpreist, dürften wir wahrscheinlich so Ende 22, Anfang 23 den Hochpunkt bei diesen Owner's Equivalent Rent und bei Mieten sehen. Also hier sehen wir, dass wahrscheinlich die entscheidenden Faktoren bald zu drehen beginnen. Noch nicht vielleicht, aber dass die Fed hier schlichtweg jetzt eben das macht, was sie vorher versäumt hat, das wird jetzt zu schnell nachgeholt. Auch das ist wieder ein Fehler. Wenn du einen Fehler machst, die kennen das vielleicht aus dem Sport, dann schließt sich dem meistens dann gleich der zweite Fehler an und die Fed macht jetzt den zweiten Fehler, indem sie hier die Dinge schlichtweg vergeigt. Das sieht auch Jeff Gundlach so, der Bond King, der sagt, also die Fed ist praktisch überschießt jetzt hier mit ihrer Zinspolitik. Wir könnten bald sogar die CPI-Daten negativ sehen. Und er sagt, Bonds are very cheap compared to stocks. Also Anleihen sind jetzt attraktiv, viel attraktiver als Aktien. Er sagt, der S&P 500 könnte auf 3000 Punkte fallen. Schauen wir uns diesen S&P mal an. Gestern haben wir mit dieser Zwischenrally versucht, nochmal im S&P 500 die 3900er Marke zu überwinden. Wieder gescheitert. Dann der Move nach unten, intakter Abwärtstrend, wahrscheinlicher Test der Juni-Tiefs, Bounce nochmal nach oben, dann neues Tief, so könnte eine Variante lauten, ein Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Und in dieser Situation, wo die Fed also so stark agiert, sagt jetzt Isabella Schnabelina, oder heißt sie Isabella Schnabelowskaja oder so, keine Ahnung. Jedenfalls eine Deutsche soll das angeblich sein. Wir müssen die Zinsen weiter erhöhen. Süß. Also die ist ja richtig lustig. Die hat ja noch lange Zeit auch gesagt, die Inflation ist ja überhaupt kein Problem. Das sei ja Panikmache. Das ist so wie der Marcello Fracerino. Das sind so die Herrschaften, die jetzt gar nicht genug vor der Inflation warnen können. Die vorher gesagt haben, alle, die davor warnen, sind also Panikmacher. Da sieht man mal,
wie die Dinge sich hier verschieben. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Deutsche Bank, so deutlich stürzt Europa nächstes Jahr in die Rezession. Lesenswert, da wissen Sie, was auf uns zukommt. Eine inflationäre Rezession, wie die Deutsche Bank sagt. Dann Hochinflation, wie weit kann die US-Notenbank Fed mit den Zinsen überhaupt gehen? Thorsten Polleit mit einer, wie ich finde, extrem guten Analyse der eigentlich desperaten Situation der US-Notenbank. Und dann noch, morgen ist der große Tag der Notenbanken. Der Artikel war von gestern, der meint heute. Wir haben heute wichtige Notenbanken, die Entscheidungen treffen. Auch das sei Ihnen anempfohlen, wenn Sie wissen wollen, was abgeht. Also drei Artikel seien empfohlen. Die Fed wird früher oder später umfallen müssen, weil das ganze System so nicht funktionieren kann. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.